In Niederösterreich sind im Vorjahr erneut mehr Autofahrer beim Telefonieren erwischt worden. Es gab mehr als 28.000 Vergehen gegen das Handyverbot am Steuer. Lenker, die am Handy tippen, reagieren etwa um eine halbe Sekunde verzögert. Vielen Menschen ist aber gar nicht bewusst, wie gefährlich das ist. Wenn man zum Beispiel telefoniert ohne Freisprecheinrichtung, begibt man sich in ein fünffaches höheres Unfallrisiko als wie sonst. Und wenn man auf dem Handy herumtippt, also SMS-Nachrichten schreibt oder Mails abfragt, ist das Unfallrisiko fast 23 Mal so hoch, wie wenn man das nicht tut. Und deshalb ist das Telefonieren nur mit Freisprecheinrichtung erlaubt. Ab 1. Mai gilt ein verschärftes Handyverbot am Steuer mit einer Verdoppelung der Strafen. Die jetzigen Geldstrafen sind zu niedrig, um eine abschreckende Wirkung zu entfalten. Dahingehend begrüßen wir es, dass jetzt die Strafhöhe zumindest einmal auf 100 Euro erhöht wird. Damit ist Österreich aber im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern noch immer eines der Länder, wo die Strafe nicht so hoch ist. Denn in Italien zahlt man 165 Euro und in Spanien 200 Euro. Wir haben uns umgehört, wie die Menschen in St. Pölten über härtere Strafen denken. Ich finde das richtig, dass man am Steuer eben nicht telefonieren soll. Es ist halt die Frage, wie das dann sozusagen ist, wenn man Straßenkarte offen hat. Ja. Oder ob man dann auch mit AirPods nicht telefonieren darf. Wenn ich Auto fahre, habe ich es auf leiser gestellt, also da höre ich es gar nicht. Da ist Telefon für mich tabu. Ich selbst werde ganz nervös, wenn hinter mir eine jüngere Dame oder Herr fährt und die Sicht ja tut SMS lesen. Telefonieren die ganze Zeit, aber bitte nicht beim Autofahren. Also gibt eigentlich nichts Schlimmeres, wenn ich hinter wen fahre, der, wo ich sehe, okay, der ist eigentlich nur am Handy dran. Und ich muss hinten schauen, dass ich ihn nicht aufpicke oder so. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass man eingefahren ist, weil einer so ein Sumpf rausgefahren ist von der Gassen und hat das Handy da dran gehabt. Der VCÖ spricht sich für die Aufnahme von Handyvergehen ins Vormerksystem aus. Denn wer sich hinter dem Steuer durch das Telefon ablenken lässt, reagiert ähnlich schlecht wie ein Alkoholenker mit 0,8 Promille. All das ist extrem gefährlich, weil man dann im Blindflug unterwegs ist. Und wenn man sich vorstellt, man ist auf der im Ortsgebiet unterwegs und ein Kind betritt die Fahrbahn, da geht es um jeden Bruchteil einer Sekunde, dass man rechtzeitig reagiert, und um hier stehen bleiben zu können und Unfälle und Verletzungen oder gar tödliche Verletzungen zu vermeiden. Die Polizei hat bereits verstärkte Kontrollen im Ortsgebiet angekündigt. Neben Handysündern müssen auch Gurtmuffel ab 1. Mai tiefer in die Tasche greifen. Für eine Fahrt ohne angelegten Gurt werden künftig 50 Euro fällig.